Alles klar, so, dann gucken wir mal, was wir hier mit der Macht machen können. Okay, ich habe es eben rangezogen, dann fängt das Ding an zu wuppen. Das sieht gut aus. Eiger, Mönch und Jungfrau sind so über 4000 Meter. Wow, 4000er, das sind natürlich, da kann selbst die Zugspitze nicht anstinken. Ja gut, Schweizer Alpen ist natürlich klar, ne? Da sind natürlich, das sind ganz andere Kaliber. Sind das mit sogar in Europa, glaube ich, sogar die größten Berge mit denen, ne, in Europa? Okay, wir sind hier auf der anderen Seite. Somit können wir da auch eine Abkürzung freischalten, wenn ich mich nicht alles täuscht. Hier geht's hier auch noch hoch? Wow. Also hoch ist es auf jeden Fall. Höhlenfertigung am zerstörten Mond. Genau, und jetzt brauchen wir nicht mal da so diese Hüpfeinlage machen, sondern können auch gleich die vom Meditationspunkt hier hoch. Am Mönch habe ich ja noch nie gehört, den Berg Mönch. Krass. Jungfrau sagt mir auf jeden Fall was. Die armen Droiden. Sie waren jahrhundertelang ungestört, bis die Raider kamen. Diese verdammten Raider. Mal gucken, was hier ein Echo ist hier. Dieses Ding ist kaputt. Mont Blanc. 4-8, okay. Laut Inventarliste. Na, dann sind das die 4000er ja auch nicht so weit von entfernt, ne? Also, Zugspitze mit 2000, ich weiß gar nicht, wie hoch die Zugspitze jetzt ist, zu 4800, da sind die 4000er, Mönch und Jungfrau, schon dichter dran auf jeden Fall. Defekter Droide, jemand anscheinend mit einer Energiewaffe bewaffnet, streckt aus Wut einen Wartungsdroiden nieder, nachdem er nicht gefunden hat, was er gesucht hat. Eiger Nordwand, ja sicher, sicher. Und du würdest dann wo dann spazieren gehen? Also meine, so auf dem Berg spazieren gehen, so mal aus der kalten Hose, macht man ja auch nicht so, ne? Wir laufen hier mal lang, gucken mal, was hier ist. Okay, hier können wir öffnen. Hier haben wir eine Werkbank. Oh, was ist das denn? Wir sollten die hier zur Cordova bringen. Mir wurde etwas Interessantes versprochen. Eieiei. Und nun bist du. Wie auf Stichwort. Ah, der ist unsichtbar. Alles klar? Der will nicht, der Sack. Oh, den musst du ausweichen. Ein Stimmchen können wir uns gönnen. Definitiv. Aber sieht ganz gut aus. Nimm das! Wow. Okay, den konnten wir ausweichen. Sehr schön. Ist halt ein Boss, ne? Ist halt ein Boss. Hey, ey. Oh,
Das war gut. Ho, ho. Spezialanfertigung. Ah. Das ist das, das andere Lichtschwert, ne? Dieses Kylo Ren-Lichtschwert. Mofo, mein Lieber. Vielen lieben Dank für deinen Lurk. Nee, da ist noch Schnee. Alles klar. 1200 bis 1600 Meter etwa mit einer Bahn hoch. Oder. Alter Schwede, das Schwert ist natürlich nice. Willst du es ausprobieren? Parierstangen-Kampfstil erhalten. Kann man jetzt Kampf mit Parierstangen-Kampfstil einsetzen? Der Parierstangen-Kampfstil ermöglicht langsamere und wuchtigere Angriffe und hat eine höhere Ausdauer zur Verteidigung. Kumpel. Okay, nice. Hier haben wir einen Meditationspunkt, den gönnen wir uns natürlich. In der Höhlenfertigung. Ja, da ist der, das ist ja wie ein Freizeitpark, ne? Du kannst ja echt machen, was du willst. Das ist richtig geil. Aber wir fahren ja auch immer extra in den Harz, ne? Um mal da ein bisschen zu wandern oder so. Zeit aufzubrechen. Aber das ist ja. Das ist ja lächerlich. Das für euch ist das ja eine Alm höchstens, ne? 1000 Meter. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Ich lasse es nicht zu, dass ihr dieses Risiko alleine auf euch nehmt. Das ist eure Erfindung. Niemand sonst versteht sie. Ihr seid die Einzige, die mich zurückführen kann. Also gut. Ich zeichne die Passage auf und sorge dafür, dass ihr zu uns zurückkehrt. Noch eine Erinnerung. Fähigkeitenpunkt erhalten, Dagans und Santaris Traum von Talanor oder Tanalor erfordert eine fast unmögliche Leistung, ohne Hilfe durch den tödlichen Kobo Abyss zu navigieren, um eine sichere Passage für andere zu finden. Dagan meldet sich freiwillig als Pilot. Ist auch schön, auf jeden Fall. Ich mag die Berge sowieso. Bin gerne in den Bergen. Versperrt. Die Tür ist verschlossen. Nur noch ein Echo. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für ist diese das Mission. Das gleiche Echo? Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos. Okay, das Echo verschwindet nicht. Es bleibt also da. Oh, Parierstangen. Ich kann auch mal. Alter. Oh mein Gott, haben wir den bei so Witcher wäre jetzt in der Hälfte durchgeschnitten. Aber auch geil. Ich habe euch. Erledigt ihn endlich. Oh mein Gott, da scheppert der rein. Ah, nice, nice. Aber langsam, ne? Wirklich langsam. Wenn du da einen Gegner hast, der sehr, sehr schnell ist, könnte es kompliziert werden. Was willst du durchschneiden? Nicht heute. Das ist es nicht wert zu sterben. Der Machtangriff ist das hart. Füßen. Oh mein Gott, Alter. Das Bein abgeschnitten. Parierstange, die ist cool. Ich glaube, ich spiele mit Parierstange und Doppelklinge.
Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, gegen Bosse ist die richtig nice. Das ist die Tür, die verschlossen war, ne? Ja. Perfekt. Wir haben nicht ein bisschen Leben verloren, ne? Achso, muss ich hacken? Ah, oh. Echt? Wir sind aus Dresden in die Schweiz gezogen. Nice. Ich weiß nicht, ob ich so meine norddeutsche Heimat einfach so verlassen könnte. Ist immer ein mutiger Schritt, definitiv. Warum kann ich da nicht hoch? Ah, jetzt. Wir sollten das hier zurück nach Jeddah bringen. Meister Cordova will bestimmt sehen, was wir gefunden haben. Alles klar. Sehr nice. Dann sind wir jetzt wieder oben angelangt. Sehr cool. Da vorne steht Boat. Moin, Boot. Hast du bei unserer Ankunft den Krater gesehen? Naja, Krater ist noch vorsichtig ausgedrückt. Dieser Anblick ist Wahnsinn. Ohne Allerdings. Zweifel wimmelt es hier von Bösewichten. Aber das ist wirklich der Wahnsinn. So, wir gucken mal hier ganz kurz. Mal gucken, was Greasy zu sagen hat. Ein gutes Gefühl, wieder im Cockpit zu sitzen. Du hast die Mantis vermisst, was? Klar, ich war besorgt, was für schlimme Sachen du mit ihr anstellst. Versteht mich nicht falsch, ich vertraue euch beiden. Aber ich wusste, dass du mit ihr zu gefährlichen Orten fliegst. Als wir noch alle zusammen waren, wusste ich wenigstens, dass es mein Fehler war, wenn ich uns in ein Asteroidenfeld geflogen habe. Oh, da hat er recht. Du darfst gerne loslegen und so viele Fehler machen, wie du möchtest. Aha, wer hat die Mantis gleich nochmal in der Baggerschlucht zum Absturz gebracht? Oh, jetzt fängt er an zu singen. Alles klar. Dann sollten wir eigentlich wieder nach Jeddah. Legen wir unser nächstes Ziel fest. Wir könnten aber auch noch mal einmal kurz zurück nach Kobo. Wobei, streichen wir das. Machen da ein Gerücht einfach mal so und dann würde ich nach Jeddah. Ja, klar. Seine Schaltkreise sind und richtig angeordnet. Er kann den Laden führen, während ich weg bin. Seinetwegen mache ich mir keine Sorgen. Machst du dir Sorgen wegen der Raider? Nein, aber die Gäste. Wer weiß, welchen Unfug sich Turgle wieder ausdenkt. Komm schon, Grease. Wie viel Schaden kann Turgle wirklich anrichten? Du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Und wir müssen mal zu Doma im Laden dann. Da wollte ich auch noch mal unbedingt mal gucken. Ey, das sieht so geil aus, ne, hier. Kobo. Schnall dich an, Kerl. Zeit zum Landen. Und dann geht's dann auf jeden Fall nach Jeddah, aber ich wollte auf jeden Fall einmal kurz mit zu Doma und wie viel haben wir denn? Wir haben einen Gegenstand, wir schauen mal in die, wir haben acht Prioritklumpen. Und wo wäre das nächste Gerücht? Hier sind wir nicht reingekommen, ne? Da sind wir nicht reingekommen. Meditationskammer, Eingang, das haben wir schon gemacht. Hier hätten wir ein Gerücht. Wir hätten doch noch irgendeinen Angler oder sowas, ne? Als Gerücht. Und hier beim, genau, hier hätten wir sogar zwei Gerüchte. Könnten uns natürlich auch das Gerücht hier angucken. Wo auch immer das ist. Machen wir das mal.
Machen wir das mal. Schauen wir mal, was unser, das ist schon ein guter Anfang, unser Garten hier so macht. Oh, sieht doch ganz ordentlich aus, ne? Ich habe einige Samen. Komm, wir pflanzen sie an. Pflanzen, dann müssen wir aber erstmal ernten, ne? Wie geht denn das? Ausgewachsen. Ach so, okay, die sind noch nicht ausgewachsen. Alles klar. Ist das Realtime? Also Ingame-Zeit? Das wäre ja nice. Oh, hier sind immer mehr Sachen, ne? Barhocker hier oben. Also jedes Mal, wenn wir hier wiederkommen, ist das eine kleine Überraschung. Wir könnten wieder ein bisschen spielen, ne? Turtle, alte Kiste. Kerl, ich habe eine Frage für einen ausgezeichneten Krieger wie dich. Angenommen, deine Feinde nähern sich rasch mit Blastern in den Händen und Mordlust im Blick. Okay. Was machst du dann? Atmen. Ich atme tief durch und bleibe ruhig. Wenn du besonnen bleibst, kannst du dich um dich selbst und andere kümmern. Das ist ja druckreif. Aber am wichtigsten ist, dass du weißt, wofür du kämpfst. Mein Leben? Das ist ein Anfang. Ich wünschte, diese Raiders würden uns einfach in Ruhe lassen. Jedes Mal, wenn sie alles in Schutt und Asche legen, kann ich es reparieren. Der Außenposten kann froh sein, dass er dich hat. Klar. Ich wünschte nur, ich könnte etwas bauen, das nicht eingerissen werden kann. Das ist alles. Ja, geht mir genauso. Okay. Unser DJ, der ist ja gut drauf, ne? Oh, wir haben ganz viele Datendisks, ne? Ich hoffe, ich bedränge sie nicht. Aber was ist mit ihrem Jedi-Meister passiert? Er starb während der Auslöschung. Er gab sein Leben, damit ich fliehen konnte. Vertraue nur der Macht. Das waren seine letzten Worte. Oh, Kerl, das tut mir sehr leid. Es ist sehr lange her. Auch nach 2 Jahrhunderten hallt Meisterin Kreeks letzte Anweisung immer noch durch meine Speicherbänke. Wir werden sie nie vergessen. Darum sind sie noch bei uns. Ich glaube, da haben sie recht. Ja, sehr, sehr geil. Wir gucken mal hier im Laden nochmal. Keine schlechte Auswahl. Okay, wir wollten ja sparen, ne? Uns fehlen noch 2 Datendisks und dann können wir einen Bonus-Slot dazu holen. Das machen wir auch. Ich glaube, gibt's auf Jeddah auch Datendisks? Ich weiß es gar nicht. Oder gibt's da nur diese Schriftrollen? Hier, die beiden, ne? Die waren ja auch noch. Wie es aussieht, wird das Raider-Problem hier von Tag zu Tag schlimmer. Sie haben einen neuen Anführer. Kein Wunder, dass sie mutiger werden. Tja, ich schätze, deshalb heißt es Gefahrenzulage. Ist nicht viel zu machen, oder? Wenn du weiter so denkst, bringst du uns noch beide um. Oh ja? Tja, dann anders gefragt. Was schlägst du vor, Cal? Die Raiders meiden. Ihr solltet den Raiders aus dem Weg gehen. Die Arbeit als Schrottsammler ist gefährlich. Aber die sind schlimmer. Der Junge hat recht, Dana. Keine Jobs mehr auf dem Gebiet der Raiders. Das ist einfach zu riskant. Ich lass mich von ein paar Idioten mit einem übersteigerten Ego nicht einschüchtern. Genau das machen wir, Schrottsammler. Wir schnappen uns alles, was wertvoll aussieht. Und hoffen, dass deswegen nichts zusammenbricht. Ich verstehe schon. Aber ihr unterschätzt die Raiders. Bei allem Respekt. Wir sind ziemlich weit gekommen. Ich werde auf keinen Fall aufgeben. Wir. Genau. Wir werden auf keinen Fall aufgeben. Okay, die beiden sind irgendwie cool. Mag die. Hör zu, da wir jetzt Partner sind. Partner, was? Geschäftspartner, beste Freunde, nenn es wie du willst. Jedenfalls ist unsere Beziehung eine Investition. Und wir haben größere Fische zu fangen als diese unfähigen Raiders. Ich komme noch zu den Kopfgeldern. Aber wenn meine Freunde Ärger haben, hat das Vorrang. Diese Einstellung wird dich umbringen, Kerl. Aber irgendwie kann ich sie auch respektieren. Alles klar. Stimmt ja, wir hatten ja auch Kopfgeldauftrag. Oder war das ein Kopfgeldauftrag, was ich gerade markiert hatte? Wir werden es gleich sehen. Alter, DJ ist cool. Der macht coole Mucke, ey. Gefällt mir, der Junge. Ich wollte ja eigentlich zu Doma, ne? PT1. Nicht beschäftigt.
Alles klar, wir gehen mal raus und gehen mal in Domas Laden. Aber der Laden floriert. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich wollte mal eine andere Friese mir kaufen. Ein freundliches Gesicht. Schau mal. Verlockend. Alles klar, wir haben verschiedene Frisuren. Sieh dir das mal an. Ich glaube, ich nehme das mit einem Stirnband. Wobei, das sieht auch cool aus, die Jacke. Oder hier dieser Patronengurt, das ist auch nice. Das ist hübsch. Und da sind Tracks, ne? Da können wir nochmal Musik spielen lassen, dann von dem. Aber ich glaube, ich mach mal hier dieses Ding hier. Fertig. Du erkennst ein gutes Geschäft, wenn du es siehst. John Rambo, genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal... Alter, er sieht schon geil aus, ey. Chuck Norris. Ich schau nochmal in Anpassung. Können ja mal Kerl wieder ein bisschen was anderes hier reinballern. Also der Stirnband behält er natürlich. Mal gucken, wie es mit dem Schnurrbart aussieht. Wir machen auch wieder glatt rasiert, ne? So ist er noch ziemlich jung aus, ne? Hier sieht er aus wie so ein Waldmensch. Ah, komm, ey, das ist Legende. Das ist Legende, Leute. So, und dann gucken wir mal, welche Jacke wir uns... Das Oberteil ist eigentlich ganz cool. Dann nehmen wir die Bomber und Hose. Da fehlt uns leider die Farbe, ne? Bei der. Die Taktikhose gefällt mir eigentlich. Schrottsammlerhose, die ist so ähnlich, ne? Sieht da aus wie so ein Cowboy. Aber wir können ja mal gucken, welche Farbkombination wir haben. Hier so ganz dunkel, ne? Wir nehmen das mal. So sieht er cool aus. Ich lieb's. Alles klar. Okidoki. Dann würde ich sagen, wir werden die Portierung machen. Dafür brauchen wir einen Schnellreisepunkt. Ich meine, das war der Kopfgeldjäger, ne? Obwohl ja nur Gerücht steht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, Kopfgelder sehen anders aus. Kopfgelder sehen so aus. Wo ist der hin? Ah. Das ist ein Gerücht. Wobei, das Gerücht könnten wir, glaube ich, auch machen. Das sieht leicht zugänglich aus. Das Gerücht, da kommen wir nicht ran. Das ist alles rot drumherum. Oh, hier unten haben wir auch zwei Gerüchte, ne? Ey, hier war ich ja noch gar nicht. Ey, wir machen das hier. Wir machen das erste Gerücht. Ich habe mich jetzt entschieden. Wo geht's da hoch, ne? Aber warte mal, vielleicht... Können wir hier unten... Oh, cool. Ich kann das Reittier rufen. Schlag auf. Mit STRG. Das ist cool. Ich dachte nur, wenn er in der Nähe ist, ne? Aber hier oben geht's auch irgendwie, ne? Na los! Ich schau jetzt mal. Wir haben ja die nähere Umgebung noch gar nicht erkundet.
Spiel ist so geil, Leute. Das ist wirklich gut. Das macht so Spaß. Ich glaube, auch wenn ich die Story durch habe, werde ich dann auf jeden Fall die ganzen Geheimnisse noch machen. Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Das stimmt, aber du nervst mich deutlich weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen Ort. Und ich glaube, du siehst das genauso. Was willst du damit sagen? Damit kann man nichts machen. Ich will sagen, das hier ist ein astreines Date. Und wenn dir das nicht gefällt, Pech gehabt. Der erste Schritt macht Echo. Gulu und Guido lernen sich kennen und es verspricht, eine höchst unkonventionelle, aber extrem langlebige Beziehung zu werden. Dass Chuck Norris in dem Antikriegsfilm keine Ahnung gerade wie der heißt. Antikriegsfilm. Chuck Norris. Oh, auf dem Dach ist auch eine Kiste, ne, by the way. Gerade gesehen, voll geil. Taktisches Material, auch geil, also Farben. Das sieht schon echt strange aus. Hä? Da können wir auch irgendwas mit der Macht machen, ne? Okay, aber da ist auch irgendwas Rotes noch, da kommen wir noch nicht so weiter. Interagieren. Alles klar, hier ist irgendwie was zum Interagieren. Keine Ahnung was, aber wir werden es irgendwann herausfinden. Oder können wir das hier reinbollern? Hey, du! Hallo? Du bist der, der sich mit den Raiders anlegt, richtig? Jo. Dumme Idee. Die Raiders haben in der Reach überall Augen. Hab den Wachturm ausgeschaltet, falls du das meinst. Ach ja? Nun, hoffentlich hat das keine Konsequenzen für den Rest von uns. Ich glaube nicht. So, was haben wir jetzt da oben gemacht? Warum haben wir das gemacht? Was für ein... Sieh an, wer da kommt. Sinn hat das, was für Eden hier. Es gibt immer etwas zu tun. Mit mir zu reden bringt dir keine Kredits ein. Außer du willst mich ausrauben. Das habe ich nicht vor. Ach, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich glaube, sie will ausgeraubt werden, so wie das Schnaufen angehört hat. Hallo. Hallo. Vor 20 Zyklen soll dieser Ort aus nicht mehr als ein paar Hütten bestanden haben. Und jetzt sieh ihn dir an. Ja. Manchmal wünschte ich könnte in die Vergangenheit zurück, um zu sehen, wie es war, ohne Komfort zu leben. Du kannst immer in die Wildnis aufbrechen und deine eigene Stadt gründen. Ich denke, ich bleibe hier, danke. Danke, alles klar. Okay, hier geht's nicht rein. Überall diese Überwachungskameras, wow. Ne? Die sehen unfreundlich aus. Okay. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Toll. Aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Das können wir noch nicht. Finde ich gut, dass man das Reittier... So kommen wir schneller voran. ...rufen kann mit dem Pfeifen. So, wir schauen mal. Wir müssen hier durch und dann ab in die neue Zone, die wir noch nicht entdeckt haben. Ganz dicht an unserer Basis. Und das werden wir jetzt gleich mal erforschen.